Hallo zusammen, ich habe Post bekommen. Ich habe hier ein Teil einer Steuerelektronik und ich habe hier einen Thermostat von einem Kühlschrank. Weiter habe ich bekommen die Rechnung. Das Ding ist jetzt knapp 2 Jahre alt. Und ein Brief. Schön geschrieben. Betrifft Kühlschrank Wemo 96N. Bitte kontrollieren Sie alle Teile und reparieren Sie das nötig. Bitte um Rücksendung. Ich kriege Hormonschübe, wenn einer mir so eine Steuerung schickt. Das ist nämlich diese Steuerung hier. Und da hat es hier auf der Seite eine Schraube, die kann man reindrehen. Und dann kann man die Steuerung wegnehmen. Und dann habe ich die Steuerung so komplett als Einheit. Punkt. Ich kann die natürlich auch wieder so drauf machen und dann die Steuerung so wieder einklicken. Ich habe jetzt die Steuerung bekommen. Wir haben die Innengerät eingebaut. Sie läuft. Punkt. Dieser Thermostat läuft, aber der ist hier an dieser Einstellschraube so verdreht worden, dass er eigentlich nicht mehr sauber regelt und den einzustellen, dass der Aufwand so groß wie einen neuen Thermostaten. Warum ist jetzt wahrscheinlich diese Steuerung und dieser Thermostat bei mir? Weil der Kunde keinen Strom hat. Weil der Kunde vielleicht, aber das sehe ich hier draus nicht, vielleicht eine zu dünne Zuleitung hat. Misst den Spannungsabfall. Hier an der Klemme Plus und Minus messen, wenn der Kühlschrank läuft und wenn der Kühlschrank steht. Und wenn da eine Differenz dazwischen ist, mal messen 12 Volt, mal messen 12,7 Volt beispielsweise, und ihr habt eine Spannungsdifferenz rechnerisch, die dann mehr als 0,5 Volt ist, dann müsst ihr eure Elektrik kontrollieren. Dann liegt es an der Elektrik von diesem vermutlich Solarhäuschen, aber auch im Wohnmobil. Und wenn das nicht unter 0,5 Volt ist und der Kühlschrank läuft nicht immer, nicht den Thermostat ausbauen und am Thermostat rumdrehen, das bringt nichts. Wenn ich kein Benzin im Auto habe, dann muss ich nicht den Motor ausbauen und Steuerrad und die Steuerelektronik, sondern einfach mal Benzin einfüllen. Punkt. Habe ich jetzt wieder aufgeregt. Ich packe das zusammen, der Kunde kriegt einen neuen Thermostat. Ich schicke ihm eine Rechnung, weil Garantie ist das nicht, wenn man diesen Thermostat da rumdreht. Aber wichtig ist, misst den Spannungsabfall. Hier habe ich euch ein Video über Elektrotechnik. Hier unten, wie man mit einer Kühlbox den Spannungsabfall messen kann. Es ist zum Glück schon bald Winter. Dann kommt das auch nicht jeden Tag, wie man Spannungsabfall messen muss. Aber Post bekommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.